Ah, ach so, der zeigt mir jetzt das an, was passiert ist. Ja, genau. Bis später, Zimtstern. Und dann Vex hat die Mission auf Würmaier überlebt. Keiner Lenko wurde auf Würmaier getötet. Der Rat wurde bei dem Angriff auf die Zitadelle getötet. Commander Shepard hat Captain Anderson für einen Sitz im Rat empfohlen. Das sind jetzt die Sachen, die übertragen wurden. Und aus der Situation heraus starten wir quasi. Ich glaube, ich habe bei meinem ersten Durchgang damals den Rat gerettet. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube ja. Also ist das jetzt für mich auch eher neu. Eben, dass dann eben auch Captain Anderson dann dabei ist. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Commander Shepard deckte die Wahrheit auf. Und trotzdem reicht das nicht aus. Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Aber sie lassen sie Geth bekämpfen. Geth! Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihr werden sie folgen. Sie ist eine Heldin, ein verdammtes Idol. Aber sie ist nur eine einzelne Frau. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir sie nicht verlieren. Ein Monat nach dem gewaltigen Angriff der Geth auf die Zitadelle hat die Menschheit die Kontrolle über die Galaxie übernommen. Der von den Menschen geführte Rat muss nun auf Beweise reagieren, denen zufolge die Reaper, gewaltige Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliche fortschrittliche Zivilisationen auslöschten, zurückgekehrt sind. Um die Gerüchte einzudämmen, hat der Rat Commander Shepard und die Normandy die losgeschickt, um die letzten Nester und so weiter und so fort. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Ausweichmanöver! Signal bereit zum Start. Wird die Allianz rechtzeitig hier sein? Die Allianz wird uns nicht im Stich lassen. Wir müssen nur durchhalten. Alle in die Rettungsshuttles. Joker ist immer noch im Cockpit. Er lässt sich nicht evakuieren. Ich werde auch nicht gehen.
Verfrachten Sie die Crew in die Evakuierungs-Shuttles. Ich kümmere mich um Joker. Shepard! Liara, weg hier! Jetzt! Ei, ei. Alle rein da! Los, los, los! Und da sind wir gleich mal mit unser schönes Stück Ziff. Mayday, Mayday, Mayday! Hier ist die SS von Normandy! Wir wurden von einem unbekannten Feind schwer beschädigt! Komm schon, Baby, halte durch, halte durch! Ja. Sie, Joker, wir müssen hier raus. Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich. Ich kann sie immer noch retten. Die Normandy ist verloren, auch wenn wir mit dem Schiff untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommt für einen weiteren Angriff zurück. Mass Effect Genesis ist ein interaktiver Comic, der die Ereignisse von Mass Effect 2 zusammenfasst. Bisherige Geschichte lesen? Nö. Wir wissen's ja. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter.
Ja, wir können jetzt nochmal unser Gesicht ändern, falls wir das möchten. Oder ob wir einfach mit demselben Gesicht nehmen. Wir nehmen einfach das, was wir schon kennen. Oh, wir dürfen uns tatsächlich nochmal neu oh, scheiße. Warte, das wollte ich... Oh Gott! Wollte ich noch gar nicht. Also jetzt ist nochmal die Möglichkeit, uns nochmal neu umzuorientieren. Ich glaube, wir waren jetzt zuerst Techniker, wenn ich das noch weiß. Und jetzt hätten wir nochmal die Möglichkeit, etwas anderes zu nehmen. Gut, ich habe jetzt echt keine Ahnung mehr gehabt, dass es noch geht. Jetzt habe ich natürlich keine andere Klasse genommen. Abstimmung gemacht. Also jetzt schreibt einfach mal rein, was ihr gerne sehen wollt, die wo da sind. Okay, Mike kommt mit dem ersten Vorschlag mit dem Wächter. Dann nehmen wir Wächter. Dann nehmen wir Wächter. Wahrscheinlich, wenn irgendjemand anders sagen würde, dann wird es sowieso keine Ding geben. Keine übereinstimmende Mehrheit. Ah ja, dann sind selber schuld. Mike wins. Ihre Erfolge geben Ihnen sogar folgende Bonuskräfte. Wählen Sie eine. Was nehmen wir denn von den ganzen... Eine einzige. Oh, upsie. Meine Güte. Ach du Heilige. Ja, ach du Heilige. Meinst du den Schildverstärker? Wow, noch defensiver geht's nicht mehr, oder? Das klingt so langweilig, dass ich es wahrscheinlich nur was nutzen würde. Ja, jetzt kommen 20 verschiedene Sachen. Ja, wir haben den GSK-Schildverstärker, wir haben panzerbrechende Muni, wir haben Warp-Munition. Schredder, damit kannst du die Turtles vernichten. Oh Mann. Ah.
Wenn du keine Ahnung hast, tust bitte, nimm einfach irgendwas. Woher soll ich denn jetzt wissen, was das sind? Es ist am Display sein Wunsch gewesen. Display soll es euch erklären. So, gut. Sobald Sie bestätigen, dass Sie gerade fest sind, können Sie keine Veränderung mehr vornehmen. Ja, ich weiß. Auf dem Monitor, irgendwas stimmt nicht. Sie reagiert auf externe Stimuli. Sie nimmt ihre Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, sie wacht auf. Wilson, sie ist nicht so weit. Geben Sie das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis. Sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten sie beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Magazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus. Oh, verdammt! Die Kanister neben der Tür werden explodieren. Gehen Sie sofort in Deckung. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Jemand hackt das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Stopp. Jetzt warte erst mal. Warum schiel ich? Ich habe 4 Gruppenpunkte. Oh, ach stimmt, je nachdem wie du spielst, verschwinden die Narben oder sie werden deutlich sichtbarer. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. Achtung! Ah! Weiter, wir müssen sie zu den Shuttles bringen. Ja, jetzt gibt's hier auch Munition, aber die sieht man jetzt bloß gar nicht. Warte mal. Wo wird denn die Map angezeigt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade, stehe ich gerade natürlich mit der Cam direkt über der. Ah, ich gehe jetzt erstmal nach rechts, bis dann wahrscheinlich irgendwann die Map auftaucht und dann weiß ich nicht mehr wieder wohin. Gute Arbeit, Shepard. Der Weg ist frei.
guck grad nicht. Oh, schön. Granatwerfer. Beeilung, zur Tür, schnell! Wir machen das super. Geben Sie in den nächsten Raum. Ich versuche Sie dort. Sherlock, hören Sie mich? Hier sind mehrere Max. Sie nähern sich meiner Position. Ja, wir sind wohl mindestens 4 Milliarden Dollar wert. Credit, Entschuldigung. Weil da gibt's ja nicht mehr. Ich weiß ja nicht, woher der Boss so viel Geld nimmt. Er ist vielleicht auch besser so. Ich würde mir nur wünschen, dass er hin und wieder mal ein Zündchen in meine Richtung schießt. Das war jetzt nicht nötig gewesen. Ich habe vergessen, dass das alles neu für sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag ihnen alles, aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie und ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden sie getötet. Sie waren mausetot, als man sie hierher brachte. Unsere Wissenschaftler haben sie in den letzten 2 Jahren wieder zusammengesetzt. Sie lagen die ganze Zeit über im Koma. Oder schlimmer. Willkommen zurück in ihrem Leben. Das ist... Ich habe große Probleme, das einfach so zu akzeptieren. Ja, kann ich mir denken. Die Allianz hat offiziell erklärt, sie seien im Einsatz gefallen. Die gesamte Galaxie hält sie für tot. Und wenn wir es nicht zu den Shuttle schaffen, stimmt das sogar. Gab es noch weitere Überlebende von der Normandy? Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Max zu erledigen, und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Tödliche Gewalt am Boden. Hab sie erwischt! Viel am Boden! Aber sie stehen.
für dich! Okay. Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Was wollen Sie wissen? Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich Sie das erste Mal gesehen habe, waren Sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man Sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Ja, und was ist mit Garrus? Oder war der da nicht mehr zu dem Zeitpunkt dabei? Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Willkommen zurück, Zimtstern. Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach egal, Sie müssen sie da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der Leitende der Medizintech. Und da steht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. Danke, Urquhart. Ja, noch einen schönen Abend. Sie haben uns gesehen. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Da
voller Max. Die ganze Station ist voller Max. Ich gebe wirklich mein Bestes. Oh Gott, sie haben mich gefunden! Hilfe! Wilson, wo sind sie? Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle! Die Treppen rauf, Shepard! Oh Gott, ich bin getroffen! Sie haben auf mich gesch... Shepard! Hier unten! Die Schweine haben mir ins Bein geschossen! Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wieder erlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation! Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir an einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot, oder sie hat uns verraten. Weshalb hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Wir können die Behälter überlassen, um einen Weg zu den Shuttlebuchten zu finden. Verschwinden wir von hier. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn sie mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt, das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Ich glaube, ich bin einige Male auf Cerberus gestoßen, als ich in Sachen Saren ermittelt habe. So eine Art Pro-Mensch-Splittergruppe, richtig? Nun, die Allianz möchte, dass die Leute genau das glauben. Aber es steckt mehr dahinter. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Mir ist egal, was Sie getan haben oder was Sie mir erzählen. Ich arbeite nicht für Terroristen. Das können Sie alles dem Boss erzählen. Aber erst, wenn unsere Ärsche in Sicherheit sind. Wir haben das Shuttle fast erreicht. Oh, du liegst einfach quälst schon, wie schön. Wurden entdeckt. Vorsicht!
Oin. Markieren Sie einzelne Knoten, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie zwei passende Symbole gefunden haben, wählen Sie also aus, um Schaltkreis zu schließen. Vervollständigen Sie alle Schaltkreise vor Ablauf der Zeit, um sich jetzt vor Kerem zu umgehen. Das ist das neue Spielchen. Noch mehr Credits. Credits, Credits, Credits. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch... tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, Sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, Wilson wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um Sie auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn Sie jetzt nicht hier sind, kommen Sie auch nicht mehr. Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur eine werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Okay. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen.
Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit ihnen vor. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar zwei Leben. Gehen wir. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Wie bitte? 2 Jahre? So lange war ich weg? 2 Jahre und 12 Tage. Den Großteil davon lagen sie auf einem Operationstisch. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Den Unterlagen zufolge sind sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und für den Kampf gegen Batarianer beim Skillianischen Angriff einen Orden erhalten. Erinnern Sie sich daran? Viele Leben hingen davon ab, dass ich diese Stellung hielt. Ich habe nur getan, was ich tun musste. Wie auch immer. Es war jedenfalls ziemlich beeindruckend. Freunde von mir waren auch dort. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Wormire, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben sie ihn zurückgelassen? Ich finde es lustig, dass sie jetzt alles so ein bisschen noch mehr Englisch aussprechen. Ich meine, die ganze Zeit in Mass Effect 1 wurde ja nur Saren genannt, jetzt ist er Saren. Ich habe an diesem Tag einen Freund in den Tod geschickt und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Kaidan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Ja genau, die geht sind mir jetzt gerade nicht eingefallen, aber ja, die nennen sich jetzt auch die Geth. Geth geht. Geth geht nicht wirklich. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Mr. Unbekannt. Ich habe gerade einen Download von 14 Kilobits und einen Upload 461 Kilobits, also schnellstes nach der Definition unserer Politiker. Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Ich schon. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Ja, ja. Oh. Oh, ja, das nehmen wir doch mal gleich. Ja, das würdest du um so viel mehr streamen, Lunak, als ich. Mit deinem super tollen Internet. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen.
Sie mögen der Grund sein, warum ich noch lebe, aber das heißt nicht, dass ich Ihnen traue. Sie müssen Ihre persönlichen Gefühle vergessen. Die Menschheit steht der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz gegenüber. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Sie müssen sich das Recht auf solche Fragen erst verdienen. Cerberus ist nicht so böse, wie Sie glauben. Sie und ich, wir stehen auf derselben Seite. Nur unsere Methoden unterscheiden sich. Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Unsere Aufgabe, wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt... Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als eine Soldatin. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Müssten sie das? Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen sie die Allianz mobilisieren. Die Allianz ist durch die Verantwortung, die sie ihr aufgebürdet haben, überfordert. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, Beziehungen aufzubauen, um Ressourcen in die Verifizierung der Reaper-Bedrohung zu stecken. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben. Und praktischer. Wenn das wahr ist, wenn die Reaper dahinter stecken, dann denke ich darüber nach, ihnen zu helfen. Ich wäre enttäuscht, wenn sie all das akzeptieren würden, ohne es mit eigenen Augen zu sehen. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Ja, Zimtstern, was hast du denn schon gespielt oder was spielst du denn generell gerne? Dann kann man dir vielleicht auch einen Spieltipp geben. Jetzt so ganz ohne würde ich dir entweder Breath of the Wild empfehlen oder Super Mario Odyssey. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du beides schon gespielt hast. Deshalb, ja. Miranda hat Wilson kaltblütig getötet. Jacob ist nicht mehr als ein Söldner. Und denen soll ich vertrauen? Wilson war einer meiner besten Agenten. Aber er war ein Verräter. Miranda hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe. Und sie hat ihr Leben mehr als einmal gerettet. Jacob ist Soldat. Einer der Besten. Er hat mir nie völlig vertraut. Aber er hat das auch immer offen zugegeben. Sie werden gut mit ihnen klarkommen. Bis auf Weiteres. Bin ich freiwillig hier oder wurde ich zur Freiwilligen ernannt? Sie haben immer eine Wahl, Shepard. Wenn Sie die Beweise nicht finden, nach denen wir beide suchen, können wir uns wieder trennen. Aber fliegen Sie erst nach Freedom's Progress. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Jo, Stufe 4. Stufe 4. 3 Punkte.
Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Ich werde nicht zulassen, dass später jemand vor Ort meine Befehle missachtet. Ich weiß, wem ich unterstehe. Solange Sie nichts unternehmen, um Cerberus zu hintergehen, werde ich Ihre Befehle befolgen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache einen Gewinn oder ein Risiko darstellen. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich. Wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Ich würde gern von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen, Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was Ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Das letzte war mal wieder Assassin's Creed, sonst habe ich gerne XCOM, Enemy, Dinge ins Mass Effect mit RDT 2, Far Cry, aber habe, glaube ich, im letzten Jahr, wenn überhaupt, 30 Stunden gezockt auf der PS4. Okay. Und jetzt suchst du Spiel für die Switch. Ja gut, wie gesagt, ja, jetzt von den Spielen her an sich würde sich wahrscheinlich Breath of the Wild noch am ehesten eignen. Weiß nicht, ob du mit Jump'n'Run oder so klarkommst, eben mit Super Mario Odyssey würde man auch nicht allzu schlecht fahren. Wenn du richtig lang was spielen willst, dann könnte ich dir Monster Hunter empfehlen, aber da musst du halt wirklich ganz lang dran sein. Ich will nur herausfinden, was mit den Vermissten geschehen ist. Cerberus vertraue ich immer noch nicht. Ich nehm's zur Kenntnis. Vertrauen Sie mir, Commander? Sie sind ein guter Mann, Jacob. Aber Sie arbeiten vielleicht für die falschen Leute. Mag sein. Aber das habe ich in meiner Zeit bei der Allianz auch immer gedacht. Deshalb bin ich jetzt hier. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln.
Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Ich habe mir im März eine Switch gekauft, weil ich die mitnehmen kann, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe jetzt dann sehr viel Zeit. Ja, kein Problem. Ja gut, was gäbe es sonst noch? Wenn du so ein bisschen ruhiger hast, Animal Crossing New Horizon wäre halt noch interessant. Aber das ist halt ja rein so ein bisschen so, ja, Minecraft ist ein bisschen übertrieben. Einfach also ein Feel-Good-Spiel, so ein bisschen wie soll man das? Ja, es ist eine Lebenssimulation, genau. Fire Emblem wäre vielleicht noch was. Wenn dich Mario Kart interessiert, gäbe es das natürlich. Aber mit Breath of the Wild hast du halt allein eigentlich schon ziemlich viel zu tun, muss man sagen. Ansonsten. Sind halt so die typischen Spiele. Xenoblade ist auch sowas, da kannst du glaube ich auch Jahre drin verbringen. Warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Der alte Rat war tot und die Menschen übernahmen die Kontrolle über den neuen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Das ist vorerst alles. Jawohl, Ma'am. Ich habe ein paar gute Sachen bekommen, eben wegen Mass Effect. 25% Bonus, Erfahrung bei allen Missionen, alle schweren Waffen und bisherige Spieldurchgänge bleiben erhalten. Ein paar Credits habe ich noch bekommen, noch mehr. Den N100 Granatwerfer und noch mehr Credits. Credits, 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 Credits. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen, diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Cerberus hat neue Waffen zur Verfügung gestellt. Wie schön.
Aber ich sehe die nicht. Ich habe bloß die zwei. Werde ich erstmal finden müssen. Waffen finden. Oh, schön. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Faszinierend. Haben wir da draußen noch irgendwas gehabt? Dass ich irgendwas vergesse oder so. Tschüss. Wie kann denn dein Schatten? Wow. Oh, das ist ja wirklich der Schatten. Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Das ist schon äußerst merkwürdig. Haben Sie das gehört? Klingt nach Fenris. Bei den anderen Kolonien. Systeme deaktiviert. Auf der rechten Seite! Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Wir sind hier nicht allein. Credits. Wir wurden entdeckt. Oh. Upsi. Bauchzieher habe ich gar nicht gesehen. Oh, Ersatzteile. Und wieder Credits. Von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Tali, konnten Sie mit den Geth-Daten, die ich Ihnen gegeben hatte, Ihre Pilgerreise abschließen? Ja, konnte ich. Rasa, Waffen runter. Das ist mit Sicherheit Commander Shepard. Warum arbeitet Ihr früherer Commander für Cerberus? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir Sie fragen. Ich wäre fast gestorben, Tali. Cerberus hat 2 Jahre damit verbracht, mich wiederherzustellen. Sie möchten, dass ich die Angriffe auf Kolonien der Menschen untersuche. Sehr glaubwürdig. Keine Organisation würde derartige Ressourcen aufwenden, um einen einzigen Soldaten zurückzubringen. Sie haben Shepard noch nicht in Aktion gesehen, Praza. Glauben Sie mir, sie ist das Geld wert. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Wir suchen einen jungen Quarianer namens Vitor. Er war wegen seiner Pilgerreise hier. Ist das nicht seltsam, ein Quarianer, der eine abgelegene Kolonie der Menschen besucht? Quarianer können sich das Ziel ihrer Pilgerreise aussuchen. Vitor wollte in einer kleinen Ansiedlung behilflich sein. Große Ansammlungen von Leuten haben ihn immer
nervös gemacht. Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Vito ist der Einzige, der uns sagen kann, was hier vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso zwei Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Prasa. Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außen rum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Da ist Tali aber schon sehr herrschsüchtig geworden. Ihre Leute mögen Cerberus wohl gar nicht. Habe ich da was verpasst? Sie haben unsere Leute getötet, unsere Flottille infiltriert und versucht, eines unserer Schiffe zu sprengen. Ich hätte das ein wenig anders formuliert. Es war nichts Persönliches. Wir können später diskutieren, wer wen umgebracht hat. Jetzt haben wir erstmal einen Job zu erledigen. Einverstanden. Wir arbeiten zusammen, um zu Vitor zu gelangen. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Was auch geschieht. Schön, dass Sie wieder da sind. Tja, ganz zufällig haben wir schon wieder unsere erste ehemalige Kollegin getroffen. Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Waffen bereit machen! Oh. Ja, kam überraschend. Credit. Ich glaube, ich habe mir im zweiten Teil nie was für das Geld gekauft. Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Ja, so muss es sein. Mit sowas rechnen sollen. Los, wir können sie immer noch einholen. Die ganzen Deko-Sachen habe ich mir immer geholt. Ach so, ja, stimmt, ja, die Deko-Sachen, da war ja was. Die habe ich mir tatsächlich auch alle geholt. Vor allem die Fische, ich mag Fische. Ich weiß gar nicht, ob die dann automatisch irgendwie, dass man die gefunden hat, ich weiß es nicht mehr. Alles so. Schon so lange her. It's been a long, long road. Die Fische und den Hamster. Ah, ja, genau. Der Weltraumhamster. Warte mal. So. Deck dich! Miranda. Gott, sind die hart. Jacob. Miranda. Vito hat einen schweren Mech umprogrammiert.
Sie wollten als Erste bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Rufus Brown later. All bullets are in the air. Gehe in Deckung! Übernehmen Sie die Führung, Shepard. Wir sichern die Tür. Ariane hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Verteidigungssysteme aktiv. Mit Überlastung schalten sie ihre Kugel aus. Das hättest du jetzt auch sparen können. Du wärst schon explodiert, bevor der explodiert ist. Du explodierender Explodierer. Meine Güte. Credits. Oh, Munition für schwere Waffen. Pistole und die Ding sieht viel zu gleich aus. Viel zu gleich. Das sieht interessant aus. Oh, Forschungsdaten beschafft. Munition für schwere Waffen. Raffiniertes Iridium. Iridium. Monster kommen zurück. Max, beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Hört sich ein bisschen an wie ein Salarianer. Niemand wird Ihnen mehr wehtun. Ich glaube, er hört Sie nicht, Commander. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Max, beschütze mich. Schwärme kommen. Sie sind ein Mensch. Wo haben Sie sich versteckt? Wieso haben die Sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Warum haben die Kolonisten sich nicht gewehrt, Vitor? Was ist geschehen? Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott. Ich glaube, das ist ein Kollektor. Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn Sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich.
frieren dich ein. Und dann nehmen die Monster dich mit. Warum haben die Kollektoren sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern, Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin, sie finden dich. Dann stechen sie dich, frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und lähmen sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Ich möchte mehr über die Kollektoren erfahren. Darüber weiß man nicht viel. Sie sind so selten, dass viele glauben, sie würden gar nicht existieren. Viel wichtiger ist doch, warum sie menschliche Kolonisten verschleppen. Was haben sie vor? Vielleicht findet der Unbekannte es raus. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster, die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitors Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Sie müssen Vitor nicht unbedingt mitnehmen. Wir könnten zusammenarbeiten, so wie früher. Ich möchte ja, aber ich kann nicht. Ich habe selbst eine Mission und die ist zu wichtig, um sie abzubrechen. Nicht einmal für Sie. Wenn sie erledigt ist und ich dann noch lebe, können wir weitersehen. Tja, da könnten wir die erste... Die erste... Ding nehmen. Möglichkeit 1, Vitor geht mit Tali, oder Möglichkeit 2, Vitor muss mit uns mitkommen. Also bleiben wir pro Cerberus oder bleiben wir pro unsere alte Teamkameradin? 3 gibt's nicht. Würde erst nach der Mission fragen. Ja, aber würde das das nicht schon ausschließen, wenn wir jetzt sagen... Natürlich nimmt wahrscheinlich Lunak wieder die 3. Also Zimtstern nimmt Vitor geht mit Tali und ein weiterer... Nimmt auch die 1... Und jetzt haben wir noch jemand nimmt die 3, die keine Aussagekraft hat. Applaus, Applaus. Wenn man es nicht so macht, dann muss immer extra irgendwelchen Idioten daherkommen und rumtrollen. Aber das kenne ich ja schon. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung. Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard. Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Wir sind bereit zur Abholung.
Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Die Quarianer haben uns die Ergebnisse von Vitors Befragung übermittelt. Nichts Neues. Aber angesichts unserer Vergangenheit ein überraschender Olivenzweig. Wir beide haben unterschiedliche Methoden. Aber angesichts der Ergebnisse kann ich nichts dagegen sagen. Denken Sie hin und wieder darüber nach, auch mal fair zu spielen? Diplomatie ist großartig, wenn sie funktioniert. Aber wenn einen alle für eine Bedrohung halten, ist das schwierig. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie bereits von ihnen wussten? Ich hatte Vermutungen, brauchte aber Beweise. Die Kollektoren sind ziemlich rätselhaft. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Irgendeine Idee, warum sie sich plötzlich auf Menschen konzentrieren? Wenn sie für die Reaper arbeiten, kann alles Mögliche dahinter stecken. Die Menschen haben eine große Rolle bei der Zerstörung der Sovereign gespielt. Vielleicht hat das ihre Aufmerksamkeit erregt. Mich beunruhigt eher, warum sie die Kolonisten entführen. Sobald sie gelähmt sind, könnte man sie doch einfach töten. Was haben die Kollektoren von diesen Geschäften? Die Kollektoren sind nicht gerade mitteilsam, was ihre Motive angeht. Grob gesagt suchen sie nach Spezies mit seltenen genetischen Mutationen oder Abnormalitäten. Sie bezahlen Sklavenhändlern und Söldnergruppen enorme Summen für die Beschaffung solcher Exemplare. Und dann verschwinden sie wieder. Aber bisher war noch nie eine einzelne Spezies ihr Ziel. Und bisher ging es immer um ein paar Dutzend Exemplare, nicht um Zehntausende. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee. Oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn Sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich Ihnen und Ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Geth geholfen haben. Das war vor 2 Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Wo ist Garrus Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Wo ist Ashley Williams? Sie ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Ihre Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Wo ist Erdnot Rex? Er ist nach Tuchanka zurückgekehrt und hat den Planeten seit über einem Jahr nicht verlassen. Er versucht, die kroganischen Clans zu einen. Was ist mit Tali? Sie hat uns schon auf Freedom's Progress geholfen. Das war unerwartet. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich das genehmigen kann. Wo ist Liara Tassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Okay, schon klar. Sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen sie brauchen. Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert.
Sie sind für die Kollektoren zuständig. Ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. Zwei Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens, fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Ich habe noch nicht mal angefangen und schon machen Sie mir Vorschriften. Ich zeige Ihnen nur eine Richtung. Wo Sie dann hingehen, bleibt Ihnen überlassen. Sie treffen bestimmt die richtige Entscheidung. Also gut. Und was ist das Zweite? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht. Joker! Das sagt die Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück, die Sache hatte jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte angesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag, deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemandem, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Jetzt braucht sie nur noch einen Namen. Da haben wir sie, die Normandy SR-2. Plus 15% Munitionskapazität für schwere Waffen haben wir mitgenommen. Vielleicht ist es doch nicht so gut für... Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solis anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen. Die Anwerbung von Professor Solis ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edie. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandy hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle.
Letzte Startvorbereitungen abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Ja, die Galaxiekarte haben wir wieder. Auf dem privaten Terminal kann man Status-Updates über die Gruppe abrufen. In der Waffenkammer können Sie Waffen für die Gruppen auswählen. Und im Fahrstuhl, um anderen Decks noch mit Ziel zu gelangen. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Im Quartier, in der Privatkabine, können Sie Ihr Aussehen verändern. Rekrutieren Sie den Professor, damit er Upgrades für die Ausrüstung in Europa erforscht. Und du hast jemanden, der dir jedes Mal sagt, dass du eine neue Mail hast. Wie damals bei AOL. Jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen auf meinem neuen Schiff um. Sie haben Post. Ach ja, die ganzen Gespräche zwischen Edie und Joker. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, sie können einen aber echt runterziehen. Ja, das sind die Nebenquests der Schiffsmannschaft, ja. Commander. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit, aus der Normandy alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun. Keine Sabotage. Verstanden? Ja, ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu. Gehe ich recht in der Annahme, dass... Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, ja. Die beiden. Wie ein altes Ehepaar.
Wir haben auch schon fortschrittliches Training freigeschaltet. Meine Güte. Wir haben fünf Punkte. So, wir sind entsprechend unseres Ranges gut gekleidet. Das Team. Ah ja. Wir sehen hier schon, wir haben einige mehr Gruppenmitglieder, die wir rekrutieren können. Wir können auch hier jeweils Outfit-Wechsel machen. Beim Miranda gefällt mir... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches mir mehr gefällt. Ich glaube, das Schwarze gefällt mir besser. JPEG hat gar kein anderes. Upgrades haben wir noch nicht. Und wir haben ein paar Nachrichten hier. Nachricht von Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollen und sie wirklich am Leben sind, muss ich uns sie bitten, zu einem Gespräch auf die Citadel zu kommen. In den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert. Sie haben... durch sie haben wir jetzt das Sagen. Es ist nur angebracht, dass sie zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Handel mit Said Masani vereinbart. Von der Unbekannte. Shepard, wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Masani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Said war einer an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in dem Terminus-System beteiligt. Er ist als rücksichtsloser und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich mit Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen seinem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Kontakt mit Forschungsschiff abgebrochen. Vom Projekt Feuergänger. Commander, die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindungen zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team soll den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Saith und Dr. Robert O. Loy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Siona, Elista-Isma-Grenze gesehen. Abstürzstelle der Normandy gefunden. Von Admiral Hackett. Commander Shepard, unsere Scans im Amanda-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sich sehen sollen. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffs errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dort hinzusetzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandy werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendwas von diesen Vermissten finden, würden Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familie dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. Ja, das sind die DLC-Quests, genau. Aufklärungskapuze. Von der Unbekannten. Shepard, unsere Panzerungsmechaniker hatten die Idee, dass sie vielleicht nicht überall, wo sie hingehen, ihr Gesicht zeigen möchten. Sie haben ihnen eine Kapuze geschickt, die Cerberus an seinem Undercover-Agenten ausgibt. Sie verfügt über zusätzliche Mikrocomputerfunktionen, die ihnen gefallen könnten. Die Kapuze befindet sich bereits in ihrem Quartier. Overlord. Von der Unbekannten. Shepard, soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert und Sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist soweit in einzelnen Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten 8 Typhon-System im Phoenix-Haufen-Cluster. Bitte behalten Sie die Angelegenheit diskret. Bogenprojektor. Von der Unbekannten. Shepard. Es gab kürzlich einen Geist-Vorfall bei unserer Außenpost im skilianischen Transsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Speertrupp der Geth geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmals unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal einen Fronturlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie heißt Bogenprojektor.
Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandy schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn es ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass die kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet. Aber das Labor ist mit einem tatsächlich... Oh, upsie. Aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert. Und jetzt wollen wir sehen, wie sie in den richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Taktik auch andere Agenten schulen. Treffen mit Kazumi Goto. Von der Unbekannte. Shepard, wir haben unseren großen Kosten und Mühen die Meisterdiebin Kazumi Goto ausfindig gemacht und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch weniger haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sie bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in den Zakera-Bezirk auf der Citadel. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von den anderen unterscheidet. Geben Sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um das Treffen einzuleiten. Ascension Financial Services, Ihr Konto. Von Stanwyck Dobbs, Bankberater. Ascension Financial Service Erde. Sehr geehrter Commander Shepard, danke für die Übersendung Ihrer aktualisierten Patientenakte. Ihr Status wurde von verstorben in am Leben verändert. Nach Abzug beschriebener Verwaltungsgebühren für das Schließen der Akte, der folgenden Statusänderung und der Reaktivierung Ihres Kontos verbleiben Ihnen 100.000 Credits im Haben. Danke, dass Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ascension Financial Services abwickeln. Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Sind Ihre wichtigen Aktivposten geschützt? Wir finden hier die besten Lebensversicherungen und Deckungsbeträge für Ihre Bedürfnisse. Holen Sie noch heute Ihr kostenloses Angebot. Okay, das war viel zu viel. Willkommen an Bord, Commander. Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Okay, Kelly. Noch etwas? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Wäre für so eine Aufgabe eine VI nicht besser geeignet? Schon, aber Ihr Yeoman zu sein, ist nur meine offizielle Aufgabe. Inoffiziell beobachte ich die Crew. Jeder weiß, wie riskant unsere Mission ist. Viele von uns werden vermutlich nicht zurückkommen. Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge über einen Abschluss in Psychologie und habe ein Gespür dafür, wann Leute überfordert sind. Sie sorgen also dafür, dass die geistige Gesundheit der Crew stabil bleibt? Ja, ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu. Es ist kein Vollzeitjob und funktioniert am besten außerhalb strenger Etikette. Wir können froh sein, jemanden mit Ihren Fähigkeiten dabei zu haben, Kelly. Ich danke Ihnen, Shepard. Was möchten Sie sonst noch wissen? Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter, retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Es klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Das ist eine sehr positive Einstellung. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern.
Keine Sorge, wir werden die Kollektoren besiegen. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Sie würden mich auffangen. Vielleicht würde ich Sie nicht nur auffangen, Kelly. Das nenne ich einen verlockenden Gedanken. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Da waren schon wieder Hitzewallungen unterwegs. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Ach, und angucken darf ich es mit Roster nicht, oder was? Scheiß Idee. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Hauptsache, man kommt zur Waffenkammer rein. Waffen, Waffen, Waffen. Noch mehr Waffen, 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 Waffen. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandy zu dienen, Commander. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandy. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Was hat Cerberus getan, das Sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt, und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Sieht ein bisschen aus, als wäre sie eine Schaufensterpuppe. Irgendwie so. Vor allen Dingen, sie rührt sich jetzt aktuell fast gar nicht. Das sieht irgendwie komplett komisch aus. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Mr. Taylor. Geht mir genauso, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Jetzt hat sie sich wenigstens angelehnt. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Wie läuft's, Jacob? Eine Meinungsäußerung zur Mission vielleicht? Mir geht's da vermutlich wie allen anderen. Ich würde gerne wissen, was die tatsächliche Bedrohung genau ist. Das Risiko ist nicht das Problem. Aber ich habe gerne ein klares Ziel. Noch etwas, Commander? Was halten Sie vom Zustand der Crew? Wir haben kein vollständiges Team. Ohne die richtigen Spezialisten haben wir keine Chance. Noch etwas, Commander? Warum redet sie denn so verführerisch? Sie haben doch einiges bewegt, nachdem Sie die Allianz verlassen hatten. Miranda und ich haben einen Plan der Batarianer vereitelt, einen biologischen Kampfstoff auf der Citadel freizusetzen. Dabei habe ich sie kennengelernt. Wir sind bis in den nemianischen Schlund und zurückgeflogen. Wir haben die Citadel gerettet, genau wie Sie. Aber wie heißt es so schön? Eine gute Tat ist so, als wenn man sich in dunklen Hosen selbst bepisst. Ein warmes Gefühl. Aber keinem fällt's auf. Das Ganze wurde totgeschwiegen. Das können die ja sehr gut. Aber ich weiß, was ich getan habe. Und ich bin stolz darauf. Wir sprechen später. Commander. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist der ULG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ULG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandy mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des COM-Rasters möglich. Warum gibt sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Ich habe noch nie was von einem Quantenverknüpfungskommunikator gehört. Wie funktioniert sowas? Im Grunde werden zwei subatomare Partikel miteinander verknüpft.
Eines ist hier installiert, das andere im Büro des Unbekannten. Wenn ein Partikel einen bestimmten Quantenzustand annimmt, hat sein verknüpfter Partner immer den genau entgegengesetzten Status, unabhängig von der Distanz zwischen beiden. Wenn wir den Status unseres Partikels ändern, ändert sich auch der Status des Partikels beim Unbekannten. Wir können dadurch Daten in Form von Quantenbits senden. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Haha, Bandbreitenprobleme, die können wenigstens Quantenbit übertragen, während wir in Deutschland die Erde nicht mal ein Megabit stabil übertragen können. Ja, da können wir jetzt den Bogenprojektor mitnehmen, den nehmen wir auch mit. Bei den anderen können wir sowieso nichts auswählen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Danke, Siri. Schon wieder? Hä? Stimmt doch gar nicht. Was redest du denn da für einen Schwachsinn? Hier ist überhaupt nichts. Du bist fehlerhaft, Siri. Geh weg. Ah. Wir gehen mal ins Quartier. Ah. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Ah, Medaillen. Oh, guck mal, wir haben ein Bild von Liara da. Wie schön. Gucken wir erstmal ein bisschen Mucke hier an. Wieder das Überraschungsmenü? Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Oh, Dr. Chuck, was? Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Ich bin schockiert. Sie dienen jetzt auf einem Cerberus-Schiff? Hat mich selbst überrascht. Dennoch bin ich hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert, aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven.
Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. So wie es aussieht, sah Jack was ich mir auf einem Stuhl mit Armlehnen. Anders kann ich mir die Haltung für den rechten Arm nicht erklären. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Du mich auch. Hübsch hast du es hier, Miranda. Ah ja. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ich weiß, was wir hier tun, aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Sind Sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Unsere Dienstränge und die Gesamtstruktur ähneln der Allianz. Viele unserer Rekruten kommen von dort. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgten demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normandy noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition. Und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass Sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne Sie unter Druck setzen zu wollen. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht keinen Sinn, sich davor zu verstecken. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt.
Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass sie Erfolg haben, Shepard. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5 Mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Commander, was kann ich für Sie tun? Gibt es etwas, das ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich im Auge zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Status. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Commander Shepard, die Helden der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich nicht mache. Die meisten halten mich für den Schiffskoch. Aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik. Solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Die Toiletten putzt also derselbe, der auch das Essen kocht? Ich wasche mir dazwischen die Hände. Meistens. Das hier ist kein Luxusliner. Auf einem Cerberus-Schiff muss man schon Hand anlegen und ich fange eben auf, was durch den Rost fällt. Hey, durch den Rost fällt. Wie ist das für Sie, für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass sie nicht mal mehr ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt. Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert, ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Ja, und da haben wir schon wieder, haben wir schon Quests gefunden. Ein Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie lebt in New Canton.
Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass sie ihren ersten Geburtstag feiern kann. Deshalb bin ich hier. Oh, die Damentoilette. Oh, die Herrentoilette. Shepard, die Damentoilette ist auf der Steuerbordseite des Schiffes. Dankeschön, Edi, fick dich. Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Er meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren, wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlammt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach ihrem Tod verlor Anderson an politischem Einfluss. Der Rat hat die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße! Sie sagten, Ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Ken? Sobald Sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was Sie gesagt hatten. Ich habe Sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist noch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Was halten Sie von Cerberus? Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Weitermachen. Jawohl, Commander. Ich bin überrascht, dass Shepard uns hier unten besucht hat. Hab ich doch gesagt. Tja, und da haben wir noch eine Mission gefunden. Hm.
So, das war's mit den ersten Durchgang hier auf der neuen Normandy. Und das werde ich jetzt auch als perfekten Aufhänger nehmen, um für heute Schluss zu machen. So. So. Ja, morgen haben wir dann noch den Sonntagswunsch. Da läuft immer noch die Abstimmung bis morgen Mittag um 12 Uhr. Aktuell liegt Super Mario Galaxy mit 3 Stimmen vorne. Dahinter ist UFO Enemy Unknown auf der 2 mit 2 Stimmen. Oder mit einer, man kann ja auch 2 und 3 sagen. 2 und 1, weil ja meine Stimme da nicht unbedingt mitzählen muss. Ihr wisst, was ich meine. Also, ist immer noch alles drin. Ja. Ansonsten hoffe ich, dann sehen wir uns eben morgen oder im anderen meiner oder in einem meiner anderen Streams oder einem anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.